Auch stolzer Besitzer eines Tötungsdrang 4000. Hi Leute, willkommen zu Besiege. Und ja, ich habe gerade festgestellt, es dreht sich wunderschön. Haben letzte Folge ja bis hierhin uns erfolgreich durchgeschlagen. Und dann spielen wir jetzt hier mal weiter. Ich weiß aber nicht, ob die Maschine auf Dauer vertretbar ist, aber solange es funktioniert. Destroy. Ja, das können wir. Vollgas. Nein. Nein. Das ist irgendwie deprimierend. What the? Okay, ich habe eine Idee, wie wir das schaffen können. Rotation Speed. Doppelt so schnell. Okay, und jetzt müssen wir uns schon mal warm rotieren. Ach Gott, aber wir müssen die Seile auch noch verlängern. Gott, M war Seile verlängern. Seile verlängern. Und dreh, dreh. Was das Zeug hält. Oh Gott. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich so ein cooles. Okay. Letzter Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, dann wechseln wir Maschine. Tötungsdrohnen. Ich weiß, du kannst das. Ich habe Vertrauen in dich. Du hast mich enttäuscht, Tötungsdrohnen. Ich reiße sehr gerne noch weiter laufen. Okay. Speichern wir das Ganze. Der Tötungsdrohnen. Tätungstron 4000 speichern. Okay, zerstören. Ja. Was brauchen wir denn hierfür? Ich würde mal sagen, wir bauen uns eine Scharfschussanlage dafür. Also so eine Art Sniper. Ja, ich vergesse immer, das Symmetrie-Tool einzuschalten. Warum darf ich das nicht? Ja, doch, darf ich, okay. Wie mache ich das jetzt? Ah, okay. So. Ah, verdammt, ich habe was vergessen. Ich sehe es gerade. Nein, das wird jetzt weiter. Statt habe ich ignoriert. Das wird jetzt so der springende Punkt von dieser Playlist, dass das dauerhaft nicht wahrgenommen wird. So. Und wir wollen, dass das Ganze stabil steht. Deswegen erstmal Suspensions. Dann unter die Suspensions Grabber. Und die Grabber haben ein sehr nettes Teil, nämlich den Grab Static Knopf. Der Grab Static Knopf sorgt dafür, dass die sich am Boden festhalten auch und an Wänden. Damit kann man A, sehr schöne Sachen bauen, die Wände hochklettern. Und zum Zweiten ist es halt echt praktisch, weil man damit eben Sachen im Boden verankern kann von Anfang an schön. Okay. Ich wollte jetzt noch nicht verbinden, weil ich noch nicht weiß, wo ich hier mein Scharfschuss-Präzision-Ding ansetze. Ich glaube, ich mache das noch eins höher. Dann, ups. Okay, so. Und so. Und so, nein. 1, 2, 3, 4. So passt. Das sieht echt nice aus. Okay. Steht. Weil es war früher mal ein Problem, dass so, wenn die Sachen einen Symmetriepunkt hatten, dass, ja, okay, das haben sie garantiert rausgebaut mit dem Symmetrieteil. Okay, also erstmal die Rechts-Links-Steuerung. Brauche ich den Block gar nicht. Kommt hier die Rechts-Links-Steuerung drauf. Und dann brauchen wir jetzt eine Kippsteuerung. Da haben wir die hier. So. Und da drauf kommt jetzt unsere Kanone. Jetzt müssen wir noch die Tasten belegen. Hoch, runter machen wir mit so und so. Was ist das hier? Was auch immer das ist. Achso, Limited Angle. Heißt, jetzt kann ich's. Okay, dann müssen wir mal schnell schauen, ob das. Das kenne ich natürlich nicht, die Funktion. Wenn ich jetzt das so mache, was passiert jetzt, wenn ich. Ah, cool. Das hat lange gefehlt, weil da konnte man seine Maschine viel zu gut mit kaputt machen. Okay, versuchen wir es mal. So ist vielleicht gut. Ne, ich muss näher die Maschine. Ah, genau, ich hänge meine Kamera einfach an die Kanone. Miep, miep. Miep, miep, miep.
Miep, miep. Na, komm schon. So. Ihr sollt crabben. Habe ich das Auto-Crab nicht an? Das Crab-Static wurde aus einem Config gelöscht. Okay, jetzt hat aber. Jetzt haltet ihr euch bitte auch da fest, wo ich euch hinschicke. Mein schöner Scharfschützenschuss, der verfehlt hat. So. Piu. Nein! Wir sind schlechte Scharfschützen. Ja, ihr werdet ja jetzt mit, auch mit reingezogen. Ich lege jetzt alles davon auf die Taste, also auf die Pfeiltaschentasten. Up, down. Natürlich ist es wieder introvertiert. Introvertiert. Genau, wir haben eine introvertierte Belagerungskanone. Up, down. Passt jetzt. Ich habe es wieder genau gleich repariert. Down, up. Up. So. Wir haben es geschafft. Wir haben es zu Tode gesniped. Ich mag diese Apparatur. Freu, freu. Wup, wup. Okay, nächste Zone. Hat uns nur 6. Oh, use explosives. Das schreit nach einem Upgrade. Nein. Ich wollte die Kanone wegbauen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der so viel Gewicht trägt. Weil was ich jetzt bauen möchte, ist eine Set Machine und Ground. Uah, das wird hoch. Mal schnell schauen, ob das überhaupt noch geht, was ich möchte. Bombe nehmen. Hierhin damit. Und dann dahin. Ja, das geht. Okay. Dann hoffe ich einfach mal, dass wir genug Sprengkraft mit einer Bombe haben, weil sonst müssen wir das jetzt ganz anders angehen. Da! What have I done? Jetzt plötzlich ist das Ganze out of bounds, oder wie? Jetzt. Na gut. Na gut, das. Dann müssen wir es halt eben anders machen. Oh, zählen diese komischen Raketen hier? Test nochmal schnell. Ist euer Ernst? Irgendwie, wenn das so schön funktioniert, dann übertreiben wir es noch schnell ein bisschen. Alle Feste. Achso, die sind gar nicht befestigt. C. T. Okay, dann. Wieder die Unnützen weg. Und wir bauen das jetzt noch schnell. Also ich möchte es jetzt zumindest zubauen, dass es einigermaßen gewollt aussieht, dass das so funktioniert. Deswegen machen wir da jetzt noch einen Haufen Crabber nach unten. Und an die hängen wir dann die Raketen. Nee, das ist nach oben. Wenn dann. Weil dann kann ich mit denen auch zielen, weil das konnte ich jetzt davor nicht. Logischerweise. Haben die jetzt Autocrab drin? Ja. Schön. Nicht, 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 nicht. Unser Anti. Ach Gott, das Wobbeln von der. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich bin auch so ein Held. Neum. Aber das ist eigentlich ganz praktisch. Jetzt kann ich nämlich. Feuer und dann verspätet loslassen. Ich sollte natürlich die Tasten mal bemerken. Ich will, dass die jetzt genau in der Luft hochgehen. Dann ist dieses Level geschafft. Also. Dafür darf ich sie natürlich nicht auf den Boden schießen. Ach so, das ist die Kraft von denen, die es. Genau. So wollte ich's. Ich habe die Burg nicht beschädigt. Das tut mir leid, ich möchte das so nicht beenden. Jetzt hat aber. Ja, gut. Jetzt war es zwar nicht in der Luft, aber jetzt fliegt es zumindest schön kaputt. Und, ha,
bringt es mir? Ich habe auf Everything. Na, jetzt Titans und. Ich habe sogar so die irre Hoffnung, dass das funktionieren könnte. Nein, ich glaube, ich muss einfach nur die Dinger loslassen und feuern. Ich bin gar nicht mal so schlecht. Ja, genau. Tötet euch bitte einfach weiter selber. Mal schauen, ob sie sich noch weiter selber töten. Okay. Das hier ist. Oh ja, stimmt, ich muss meine Werbung schalten. Haben Sie auch nervige Nachbarn? Wissen Sie auch nie, wie Sie Ihre politischen Feinde loswerden? Unser Langstrecken-Raketengeschützwerfer 4500. Nee, der Name ist doof. Unser Drachenwerfer 4000, der geistige Nachfolger des Zerstörotron 4000, kann Ihre Probleme eventuell beheben. Auch wenn er im Nahkampf nicht allzu stark ist, ist er über lange Strecken oder für gezielte Angriffe gut geeignet. Tötungstron 4000, nein. Nein, ist der Snipotron 4000. Jetzt, nein, nicht 3400. 4000. Snipotron. Okay, laden. Tötungstron. Ich meine, wir haben die Antwort auf solche Missionen ja schon. Warum sie nochmal bauen? Oh nein, sie haben etwas Unsägliches getan. Sie haben die Seil des Tötungstrons gehabt. Also die Seile unserer Kettensäge. Nein, nicht bevor nicht jeder tot ist. Komm her. Die Kettensäge wird dich finden, mein Freund. Oh, geheiligt sei die große Kettensäge. Pioing. Lebt noch wer? Irgendwer? Nee, dann müssen wir nur noch das letzte Zelt einreißen und ich bin zufrieden. Warum dreht sich das gerade eigentlich immer weiter? Ich habe das nicht eingeschalten, aber ich werde mich nicht. Doch, ich werde mich beschweren. Hör auf, dich zu drehen. Und du hör auf, in meiner Fahrbahn rumzuwirbeln. Okay, wir müssen irgendwann mal einen neuen Wagen bauen, der fährt sich nicht gut. So, da ist das letzte Zelt. Geschafft! Ja, der Tötungstron 4000 hat erfolgreich eine Siedlung vernichtet. Nächste Zone. Oh Gott. Ja, natürlich mache ich das. Snipotron 4000. Da möchte ich jetzt sehen, warum das nicht funktionieren soll. So. Und wir stellen uns in Position. T. Oh fuck. Eigene Dummheit ist natürlich so eine Sache. V. Gott. Bisschen hoch natürlich. TV. Wir haben auf jeden Fall was erreicht. It's something. Warum zieht es euch so nach unten? Okay. Sind die gerade einfach weggeflogen? Ach, da ist Wind. Jetzt hat die ganzen Partikel. Ich hab gesagt, nach oben. Ich wüsste gerne, nach welchem Chaosprinzip die manchmal abgeschossen werden. Jetzt habe ich zu weit zur Seite. Ich bin gerade nicht gut. Okay, das war schon mal richtig. Wisst ihr was? Ich glaube, das funktioniert so nicht. Das ist einfach die falsche Herangehensweise. Wir müssen das viel intelligenter machen. Wir müssen unsere Strategie großzügig ändern, erweitern und einfach nochmals die zehnfache Menge an Raketen dran kleben. So. Und jetzt schalten wir, weil wir klug sind, auch die Symmetrie ein, damit es schneller geht. Da, 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 da. Connection established. Irgendwann denke ich dran, das auszuschalten. Irgendwann. Aber nicht diese Folge. Auch nicht die nächste wahrscheinlich. Hier. Zack, 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 zack. Wow. Aha. Doink. Ich sehe schon, was passiert, weil ich sie abfeuere. Genau. Es hat einfach meine Verankerung aus dem Bogen gerissen. Sonst noch Probleme. Eigentlich müsste ich jetzt nur nach oben feuern. Ah. Das ist die Schönheit moderner Kriegsführung. Einfach bumm. Und das Problem ist. Also, ja.
Ich glaube, wir schaffen das, oder? Ich wüsste zu gerne, warum der immer umfällt. Ich muss aber sagen, ich finde das langweilig. Wir bauen jetzt mal was anderes. Das wird zwar jetzt so gespeichert, als die als der Sniper-Tron, nein, Sniper-Tron 4001, weil es jetzt dann die nächste Version ist. Aber ich möchte in der Folge jetzt noch, wir haben also noch 5 Minuten für, eine Maschine bauen, die das Ding, auf meinen Fuß, nein, die nicht auf meinen Fuß macht, sondern eine Art Katapult hätte ich gerne. Oder irgendwas ähnlich Doofes, was halt ein bisschen lustiger ist als dieses, ja. Die Raketen, finde ich, sind nicht so tolle. Sie sind halt schön, weil man sie halt sehr einfach bauen kann. Na. Hoch damit. Nee, das möchte ich diesmal gar nicht haben. Auf dem Boden. So, so, so. Nee, ich glaube, das war zu hoch. Und haben wir Drehgelenke oder sowas? Perfekt. Symmetrie aus. Dich rein. Nein, falsche Symmetrie. Dich an. So. Ah, ne, das ist. Dann müssen wir das Ganze schon höher bauen. Falsche Symmetrie an. Eins, zwei, drei, so hoch wie wir können. Weil wir haben ja keine Probleme mit Größenwahnsinn. Nein, wir haben kein Problem mit unserem Ego. Wir sind komplett normal. Verbiete mir ein solches Verhalten. So. Und wir haben es wieder maßlos übertrieben. Wir müssen nämlich da noch irgendwie die Bombe hinbekommen. Mir fällt gerade ein, ich kann die wahrscheinlich einfach wieder nicht draufsetzen, weil ich zu hoch. Oh Gott, warum mache ich sowas immer? Ja, es funktioniert nicht. Runter, 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 runter. Eins hoch darf man es schon noch haben. Und dann. Nicht so, so, so. Mechanik. Ich sollte vergessen, wo die Blöcke sind. Nein, ich sollte nicht vergessen, wo die Blöcke sind. Das meinte ich. Also, logischerweise, ich meine. Warum sollte ich vergessen wollen, wo die Blöcke sind? Im Sinne von, nein, ihr habt mir so viel angetan, Blöcke. Ich werde mir nicht. Ich will mich nicht an euch erinnern. Es schmerzt. Ups. Habe ich doch direkt vergessen, die auszuschalten. Und jetzt die Bombe rein. Und dann, na wohl mit Hebelwirkung, würde bedeuten, wenn der Arm länger ist, haben wir mehr Kraft. Das sollte jetzt passen. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Wir müssen nicht übertreiben, sagt er. Er schmeißt das Ding 2 Meter und hat einen Arm für auf den Mond und zurückwerfen. Und wir übertreiben nicht, sagt er. Nein. Das hier sind jetzt die Dinger, die sich mit. Ups. Das war gerade leicht Jumpscare für mich. So. Und wir sollten das Ganze wahrscheinlich noch im Boden verankern. Aber wir können es nicht mehr nach oben schieben. Das heißt, wir müssen es einfach notgedrungen. Nee, das sieht so doof aus. Machen wir es so. So. Okay. Und jetzt noch den Grabber, der bei Mechanical ist. Das habe ich nicht vergessen. Eins. Ach Gott, jetzt wo ich es brauche, schalte ich die Symmetrie natürlich nicht ein. Weil ich es vergessen habe. So. Jetzt müssen wir noch sagen, dass die Statik grabben. Statik. Statik, Statik, Statik. Okay. Ist das denn. Was ist denn kaputt gegangen? Okay, schauen wir uns das mal in Zeitlupe an. Okay, noch mehr Zeitlupe. So, ich ziehe. Und das bricht einfach alles ab. Okay, dann entfernen wir mal einen Teil der Kraft, die wir benutzen. Okay, die Kugel geht schon in die richtige Richtung. Wird sie es schaffen? Wird sie es schaffen? Ah, nein. Spoiler. Wird sie nicht.
Okay, wir müssen also dafür sorgen, dass das Ganze hier nicht mehr zerbricht. Was wir am besten dadurch machen, dass wir alle Teile, also in meinen Augen, es gibt sicher auch andere Wege, aber für mich ist der Lieblingsweg immer alle Teile rausnehmen, die abbrechen können. Was bedeutet einfach hier Verbindungen und dann hier Verbindungen hin und dann noch eine und hier noch eine. Du hier brichst entweder immer ab oder bist nicht verbunden. Besser. Und jetzt halt Feuer. Ja. Sie fliegt. Ah. Seht ihr? Viel befriedigender als dieses Raketenkramzeug. Sehen Sie hier so schön die Steine überall. Ein bisschen Bewegung wäre noch nicht so genau. Wie alles zusammenstürzt. Unser Katapult steht da und sammelt Pfeile. Wenn wir L weiter drücken, zerfleddern wir die Mechanik. Ja, dann schauen wir mal noch. Wir haben zwar keine Zeit mehr, aber wir können ja noch gucken, was das nächste Level ist. Pine Lumber Site. Wo ist denn meine Mission? Wo wird mir angezeigt? Wahrscheinlich habe ich sie gerade weggeklickt. Ah, Seal and deliver one wood pile. Hint, Crabber. Yep, das wird lustig, weil da kann uns das hier nicht helfen. Aber ob wir das schaffen, ob Master of Suicide in der Lage ist, dieses unglaublich komplizierte und schwierige Problem zu lösen, das sehen wir in der nächsten Folge von Besiege. Au, das hat gerade wehgetan. Ich habe meinen Mund gerade theatralisch so weit aufgerissen, dass mein Kiefer geknackt hat. Ach, verdammt, meine ganze Autorede. Also, Leute, Master of Suicide. Na, lasst ein Like und einen Kommentar da. Master of Suicide, over and out.